Hallo und herzlich willkommen. Erdnistgrabene Ameisenarten leben normalerweise in unterschiedlichen Habitaten bzw. unterschiedlichen Bodengründen. Bei unseren Starter-Sets hier haben wir das Ganze in vier Hauptkategorien unterteilt. Das heißt, wir haben hier einmal zum Beispiel die Wiese, wir haben den Wald, Regenwald und Wüste. Ja, das sind so diese Starter-Sets mit diesen Substraten. Und wir haben das Ganze in diesen Standardgrößen, wie wir es auch so häufig haben, SML, das heißt mit den Plattenabständen 6, 10 und 20 mm. Wie wir so ein Starter-Set einrichten, befüllen, was da alles noch zu beachten ist, sowie eine Kolie am besten eingesetzt wird, das würde ich euch gerne im folgenden Video zeigen. Ja, der Bodengrund Wiese ist so für Arten geeignet, die halt auf Feldern und Wiesen leben. Denn dieser Bodengrund ist so leicht sandig, lehmig und hat einen leichten Humusanteil. Der Waldboden wird sehr gerne von waldbewohnenden Arten genutzt. Er entspricht dem normalen Waldboden, der aus Humus besteht. Er ist dunkel und leicht sandig. Der Wüstenboden ist jetzt nicht nur für Arten aus der Wüstenregion geeignet, sondern halt auch für die meisten mediterranen Arten, also für Arten aus trockenen Regionen. Er ist sandig, leicht steinig und hat auch einen geringen Lehmanteil. Ja, der dient dazu, um diesen Bodengrund eine gewisse Festigkeit in der Ameisenfarm zu geben. Der Regenwaldboden ist für Arten aus feuchttropischen Regionen entwickelt worden. Er hat einen sehr hohen Torf- und Humusanteil mit leicht lehmigem Sandanteil. In der Natur ist der Regenwaldboden häufig sehr lehmig und hat oben eine dünne Humusschicht. Wir haben aber in unseren Tests festgestellt, dass dieser von vielen Arten aus diesem Habitat sehr gerne angenommen wird. Zunächst einmal haben wir hier die Arena, also den Auslaufbereich, in dem die Tiere sich mit Nahrung und Wasser versorgen können, aber auch ihre Abfälle rausbringen. Die Arena ist mit einem Ausbruchschutzrahmen sowie einer Glasabdeckung mit herausnehmbaren Einsätzen versehen. In die Öffnung des Deckels könnte man optional später auch noch andere passende Module einstecken. Sowie eine passende Fotorückwand. Als Farm verwenden wir die Größe M 20x20. Zum Verbinden gibt es diesen transparenten Schlauch sowie den Beckenschlauchverbinder, Granulat und den Bodengrund Wiese zum Befüllen der Bodenschicht in der Farm und der Arena. Als Zubehör haben wir hier ein Thermohygrometer zum Messen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ein Ausbruchschutzöl, ein Schwamm zum Auftragen des Öls, passende Futtermittel, Tränke, Futterspender, dann gibt es hier noch eine Lupe, um sich Details anzusehen, eine Federschallpinzette zum Greifen der Tiere, eine Kunststoffpinzette zum Greifen fester Objekte oder Abfälle sowie eine Pipette zum Befeuchten. Gittereinsatz 50 mm, Stopfen 50 mm, dann haben wir noch den Stopfen 27 mm und die Kappe mit 10 mm. Und zu guter Letzt noch eine rote Folie, die den Ameisen ein Untertagegefühl gibt. Wie wir das Ganze jetzt zusammenbauen, das würde ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes befüllen wir die Arena mit dem Bodengrund Wiese. Dabei ist zu beachten, dass wir nur eine hauchdünne Schicht von 1 bis 2 mm einfüllen. Bei zu viel Bodengrund besteht immer die Gefahr, dass die Tiere sich dann in der Arena eingraben und nicht in der dafür vorgesehenen Farm- bzw. Nestbereich. Jetzt befüllen wir die Farm. Dafür nehmen wir am besten ein Blatt Papier. In dem Fall habe ich jetzt hier so ein DIN A4 Blatt als Einfüllhilfe. Als erstes kommt eine so circa 1 bis 2, kann man auch 3 cm dicke Schicht aus dem Granulat. Diese dient eigentlich nur zur Belüftung und saugt auch gleichzeitig die überschüssige Feuchtigkeit auf, sodass sich im Nest keine Staunässe bilden kann. Falls sich doch einmal zu viel Wasser unten ansammeln sollte, ja, so lässt sich das Ganze über die unteren seitlichen Zugänge an der Farm dann herausnehmen. Also da kann man wunderbar so eine Kanüle nehmen, ja, also reinstechen und dann zieht man die Feuchtigkeit raus, falls das mal passieren sollte. Jetzt kommt der Bodengrund Wiese in die Farm. Hier empfehlen wir mindestens die Hälfte bis maximal 3/4 der Farm damit zu befüllen. Es ist wichtig, dass ihr im oberen Bereich immer noch ein bisschen Luft lasst, damit die Tiere, also wenn dann dieser Aushub rauskommt, immer noch genug Platz finden. Jetzt verschrauben wir den Beckenschlauchverbinder mit der Arena. Dann wird der Schlauch dort eingesteckt und mit der Würgeschraube vorne fest verschraubt. Dann schieben wir das andere Schlauchende einfach auf die Buchse der Farm, um diese damit zu verbinden. Mit den einzelnen 27 mm Stopfen und 10 mm Gitterkappe verschließen wir jetzt noch die vorhandenen Öffnungen der Arena und der Farm. Nun befülle ich die Tränke mit Wasser und gebe etwas Futter in den Futterspender. Diese platziere ich in den vorderen Bereich der Arena,
So kann ich mal am besten kontrollieren, ob die Tränke leer ist, genug Futter vorhanden oder vielleicht der Futterspender eventuell gereinigt werden muss. Wenn in der Arena alles eingerichtet ist, befestige ich das Thermohygrometer an der Rahmenunterseite. Dazu löse ich einfach hier die Schutzfolie der Klebefläche ab. Aber achtet darauf, dass das Thermohygrometer an der Rahmeninnen, nicht an der Außenkante befestigt wird, weil sonst passt der Rahmen nachher nicht mehr auf die Arena. Und achtet auch darauf, es gibt wirklich nur einen Klebeversuch, weil dieser Kleber wirklich extrem gut hält und schwer abzulösen ist. Den Rahmen bestreichen wir jetzt mit dem Auspuffschutzöl. Dazu kann man unseren mitgelieferten Schwamm verwenden oder ihr nehmt ein Haushaltstuch oder euren Finger zum Auftragen. Nun setzen wir den Rahmen auf den gummierten Rand der Arena auf. Schaut nochmal nach, ob auch wirklich alles dicht abschließt. Theoretisch wäre die Anlage jetzt schon sicher, da die Tiere jetzt nicht entweichen können. Um aber ganz sicher zu gehen, haben wir noch eine Glasabdeckung, bei der hier so zwei austauschbare Einsätze eingesteckt werden. Der Gittereinsatz sorgt hier für die Belüftung. Zum Schluss haben wir hier noch eine passende Fotorückwand für die Arena-Rückseite. Bevor wir die Tiere nun einsetzen, befeuchten wir auch noch die Farm. Hierzu entfernen wir einfach die seitliche Gitterkappe und geben ein paar Tropfen Wasser mit der Pipette rein. Bei der Erstbefüllung ohne Tiere kann man auch einfach den Farmdeckel oben abnehmen und einfach von oben befeuchten. Jetzt ist das Set soweit fertig eingerichtet und wir können eine passende Kolonie einsetzen. In dem Fall habe ich hier die Lasis niger, die schwarze Wegameise. Dazu öffne ich einfach das Neströhrchen und lege dieses mit den Ameisen in die Arena. Die Ameisen können jetzt schon raus und sich schon mal die Arena ein bisschen anschauen und sich mit Futter und Wasser versorgen. Am Anfang kommt es aber auch oft vor, dass die Tiere ihr Neströhrchen mit herumliegendem Bodengrund verschließen. Ja, das liegt einfach daran, dass die Tiere ja nicht wissen, dass sie alleine in der Anlage sind. Ja, es können ja irgendwelche Fressfeinde die Ameisen attackieren. So fühlen sie sich auf jeden Fall erstmal sicher. Ja, wenn die Tiere dann irgendwann ausgezogen sind aus diesen Neströhrchen herüber in dieser Ameisenfarm, das kann manchmal einige Wochen oder sogar auch Monate dauern, dann könnt ihr natürlich auch dieses Neströhrchen wieder aus der Anlage nehmen. Dann machen wir das Ganze natürlich auch wieder schön zu, damit die Tiere auch geschützt sind. Oder die Kammerngänge auch schön an der Vorderseite graben. Dann mache ich hier auch diese rote Folie wieder davor. Ich hoffe, das war für euch interessant und auch, dass ihr auch ein paar nützliche Informationen mitnehmen konntet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.